Ich bin immer noch hier in unserem HQ in Vienna, Austria. Wie ihr wisst, meine Mutter lag im Koma und sie erholt sich schön langsam. Sie kann noch nicht auf ihren eigenen Beinen stehen. Ich bin noch ein paar Wochen hier, um da ihre Genesung zu begleiten. Und von ihrem Haus da hinunter zur Post hat mich eine junge Dame angesprochen und meinte, sie würde mich aus dem Internet kennen. Sie wäre ein Fan meiner Bücher. Sie habe schon 4 Bücher gelesen. Das sind immer die erfreulichsten Nachrichten, die mich ereilen. Und ja, wir saßen in der Wiese ganz bequem bei diesem lauwarmen Sommertag und sie hatte eine brennende Frage an mich. Ja, sie meinte, wenn es eine Frage gäbe, die sie mir stellen möchte, dann wäre es diese Frage, und zwar, was der Mensch braucht, um dem Höchsten zu begegnen. Ja, so elegant hat sie es ausgesprochen, das Wort mit G und 4 Buchstaben verwendet nicht jeder gerne. Es wird so viel anderes damit assoziiert. Was braucht der Mensch, war ihre Frage, welche Eigenschaften, um dahin zu gelangen, und zwar entweder am tiefen psychologischen Weg und ontologisch, metaphysisch, spirituell, kultisch. Und da gab ich hier 3 Eigenschaften. Vielleicht wollt ihr die notieren. Ich will sie nicht besprechen. Ich glaube, sie sind selbsterklärend. Das erste ist Hingabe, insbesondere an den Sinn des Lebens, also Aufopferungsbereitschaft, Hingabe. Das zweite ist Offenständigkeit. Und das dritte, Unbestechlichkeit.